Baby. Robin means business. RaceHome wird präsentiert von Audi, Vorsprung durch Technik. Fanatec, die echte Simulationshardware. PlayStation, for the gamers. Speedpool, Premium-Content für Premium-Kunden. Uptrend, das Lifestyle-Magazin von UpSportsline. Herzlich willkommen mal wieder bei Race Home. Vor ungefähr zwei Tagen gab es die faszinierende Nordschleife und das Rennen. Und heute sind wir an der klassischen Rennstrecke und wir haben natürlich wieder Tom Christensen dabei. Ja, wir gehen nach England, ein bisschen südlich von London. Da gibt es eine Stadt, die heißt Seven Oaks. Und da gibt es den Brands Hatch Grand Prix Circuit. Elevation, also berg hoch, berg runter. Es gibt berühmte Kurven, Dingle Dell, Surtees, Clearways, Clark Curve und die Brabham Straight. Ja, dann geht es den Berg hoch und dann gibt es eine tolle Kurve, die heißt Dingle Dell, danach Sheen Curve. Und auf dieser Strecke, die holt wirklich alles raus aus den Fahrern. Ja, und da muss jeder wirklich hart arbeiten in der kurzen Zeit, die bleibt, um die Strecke zu trainieren und sich daran zu gewöhnen. Drei Siege in Folge Nico Müller. Heute kann er leider nicht dabei sein. Und hier schauen wir auf die Tabelle. Er liegt 19 Punkte vorn. Und in der Teamwertung ist auch das Team Up Sportsline liegt vorne. Und hier hören wir mal, warum er heute nicht fährt. Nach drei Siegen in Folge fehlt heute Tabellenführer Nico Müller, der andere Verpflichtungen hat. Er wird vertreten durch Kelvin van der Linde. Zum zweiten Mal geht der Sieg im Design Contest nach Japan, dieses Mal an Mayumi Shiraishi, die damit für ein Damenduell mit Bettina Schuller sorgt. Nach den Zwischenfallen auf der Nordschleife gab es gelbe Karten für Robin Freins und Loic Duval. Unser Gastfahrer heute, Cassio Cortes, ein Moderator einer YouTube-Show in Brasilien. Vor einer besonderen Herausforderung steht heute Mike Rockenfeller. Er fährt das Rennen im Elternhaus und hat deshalb nur einen Controller zur Verfügung. Now we are downstairs in the living room of my parents and as you can see, here's my little setup for tonight. It's a TV, laptop for the camera, of course my new steering wheel. The controller right there, and then of course the perfect race seat. So I think it's good. It's going to be fun. That's what it is about in hashtag race home, that you don't need to be a professional to take part and you don't need professional equipment. So I hope you enjoy the race tonight, have fun and wish me good luck. Thank you. Hashtag Race Home hat ein ganz besonderes Rennformat. Den Anfang machen drei kurze Qualifikationsrennen, nur die Sieger kommen direkt weiter in das Halbfinale. Alle anderen haben die Chance in Q4 sich ebenfalls für das Halbfinale zu qualifizieren, allerdings nur die besten drei. Sechs Fahrer dann im Halbfinale und dann geht es um die Wurst, nur zwei qualifizieren sich für das Superfinale. In einer einzigen Runde wird anschließend der Sieger des Rennens ermittelt. Hashtag RaceHome bringt uns nach England. Unmittelbar südlich vor London liegt der Brands Hatch
Circuit und heute die lange Version. Der Grand Prix-Kurs steht an. Mit dabei eine Gaststarterin aus Japan, Mayumi Shiraishi, 33 Jahre alt. Die steht auf Pole. Der Sieger kommt wie gewohnt weiter. Leichtes Zucken da und ab geht's Duval mit einem Bombenstart. Mayumi hat etwas vergeigt. Da gab es wohl etwas Verwirrung. Vier Runden in jedem Fall liegen an. Zum ersten Mal geht den Berg hinunter. Durch Druids diese 180-Grad-Kurve. Graham Hill Bend. Surtees und dann das lange Bergaufstück namens Pilgrim's Drop. Da sind wir jetzt unterwegs. Hawthorns, die Kurve oben 90 Grad nach rechts, die uns auf die Derek Minter Straight führt. Nach Westfield, Dingledale, Sheencurve, also jede Menge bekannte Namen. Und die Strecke hat es wirklich in sich. Loic Duval liegt vorne, Thomas Vogt, der RCCO Slotcar Champion, auf der zweiten Position vor Mike Rockenfeller. Und auf der vierten Position Mayuma Shiraishi, die 33-jährige Japanerin. Designerin und als Hobby gibt sie an, gerne Autorennen zu fahren. Jetzt allerdings 4 Sekunden abgeschlagen vom drittplatzierten Thomas Vogt, den wir eben im Bild hatten. Runde 2 beginnt. Mike Rockenfeller auf der zweiten Position liegend. Sein Rückstand 2,3 Sekunden auf Loic Duval. Loic, wait for me. Bringt's auch nichts, warte auf mich. Rocky heute ausnahmsweise mit Controller unterwegs, das macht's natürlich nicht einfacher. Schau mal ins Wohnzimmer seiner Eltern. PlayStation hat in den Kofferraum gepasst, nicht aber das Rack. Trotzdem, ja, 0,9 Sekunden, schöner Drift, den er da auf seinem E-Tron Vision Gran Turismo hinlegt. Good line, huh? Mann. Da sprühen die Funken, wenn er sich ranrobbt an den Führenden. Das ist easy. Nicht wirklich leicht auf dieser Strecke. Ja, die fordert alles von Mensch und Maschine. Das weiß auch Rockenfeller, der kennt die aus der DT. Erneut neben der Strecke. Aber genau das macht's aus. Das macht den Unterschied zwischen Controller und Lenkrad. Oh, Mama Mia. In the grass. Duval, dem Respekt fällt es offensichtlich deutlich leichter da vorne. I can't do a lap. Das ist unsere Gaststarterin. I can't see him. Ist leider etwas abgefallen. Die hier den Hashtag Race Home Design Contest gewonnen hat. Auch die Chance für euch hier mitzumachen. It's okay, Mayumi. Very tough track. Die Strecke ist wirklich schwer, hören wir von Tom Christensen, Mr. Lim. And Fuji-san, you have in the background. Ja, der Mount Fuji im Hintergrund bei Mayumi Shiraishi. Wirklich absolutes Naturspektakel. Ist Rockenfeller auf der 2, mit dem sind wir jetzt unterwegs. Sein Rückstand allerdings jetzt schon 6,5 Sekunden auf den Führenden im Tipp. Jamie Green, please report to the Jamie Green. I'm on my Jamie way. Green, den vermissen wir hier. To where? In that corner every lap. In der gleichen Kurve raus, sagt der Thomas Vogt auf der dritten Position. So you're not active, Jamie. You're not racing. Completely gone. I said I noticed. Ja, gab da leichte Probleme für Jamie Green. Er konnte erneut wieder nicht teilnehmen. Brexit. Schien es auf den Brexit. Also, wie schon am Mount Panorama in Bathurst, wo er zwar im Grid stand, dann aber die PlayStation so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Duval looks commit. Heute hey Loic, wait! Ja, warte auf mich! I won't pass you! Rockenfeller, ich fahr auch nicht vorbei! Make a photo finish, come on! Foto-Finish. Der Führende
Mögde Walberding sind wir gerade zu Hause gewesen und sein Auto auf der Strecke. I would not trust a German on British soil. Thanks, Tom. I never tried to live. Letzte Runde. Oh, auch der Führende neben der Strecke. Das ist die Chance für Mike Rockenfeller, sich da noch ran und vorbei zu fahren. Yeah, aber no, it's good. You are in fast, but you are slow. Yeah, that's always been my problem, huh? Ist er wieder auf der Strecke und holt sich da überlegen den Sieg. Also, Loïc Duval ist durch, den sehen wir just focus on the racing, nächsten guys. Mal im Halbfinale. Yeah. To finish first, you have to be French in the Q1. Und ja, Mayumi Shiraishi auf der vierten Position. I mean, I love the track. Ja, ich liebe die Strecke einfach. The last times I've been there, I mean, die letzten Male, als ich da war, da war es immer super cool, auf dieser Strecke zu fahren. Es ist wirklich eine Strecke aus der alten Zeit. Und hier auf der PlayStation ist es wie in der Realität. Beim ersten Mal hatte ich noch ein bisschen Probleme, das Ganze runterzuladen, aber jetzt war es gut, dabei zu sein. Und ja, jetzt bin ich in Q1 gestartet und ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal noch ein paar Runden drehen kann. Gratulation an Loïc. Wir haben sehr interessante Gaststarter schon bei uns hier Race Home gesehen. Und diesmal haben wir einen Gaststarter aus Brasilien dabei. Da schauen wir mal rein, wer er ist. Hi everybody, welcome to my home. I'm ready to race home with you guys. My name is Cassio Cortez. I'm one of the hosts of Acelerados, which is the largest automotive YouTube channel here in Brazil. One of my co-hosts is Rubens Barrichello. I'm definitely not the fastest driver among our channel's hosts, but I've been a racer for my entire career, journalist slash racer, but I haven't been deep into the sim racing world up until the COVID-19 pandemic. So I do have a bit of a setup here, more targeted towards fun, which is what we're about to have, right? Definitely honored to face the Audi Sport DTM guys like René Rast, which I think is one of the best drivers, not in the DTM, but in the world. So I hope to honor the WRT team scholars and our Brazilian racing fans. But above all, we want to help the cause and have some fun to help entertain everybody around the world watching this race. Und schon sind wir drin in Q2, dem zweiten Qualifying-Lauf. Mit dabei Cassio Cortes, der Brasilianer, ein TV-Presenter, arbeitet im Marketing, der Kommunikation, hat eine tolle, große Rennshow in Brasilien im TV. Stefan Waschow, Björn Skotke, René Rast und Robin Freins, die beiden DTM-Asse auf den Positionen 4 und 5. Wieder vier Runden auf dem Brands Hatch Grand Prix Circuit, die angezählt sind. Los geht's. Toller Start von Cassio Cortes, den wir im WRT Team Audi Sport e-tron Vision Gran Turismo sehen. Der Gaststarter also im Kundenauto, wenn man so will. Aber toller Start. Hat die Nase bislang vorn, aber der doppelte DTM-Champion René Rast macht Jagd auf den Führenden, auf den Brasilianer. Und auch Robin Freins auf der dritten Position ist dicht am Heck von René Rast. Auch Scotty auf Platz 4 ist noch mitten im Geschehen dabei, space, man. Und dran. That's weaving, eh? Not allowed. Freins jetzt gegen Rast, camera, aber man. Zieht zurück. Is it weaving or waving? You have to... Das heißt, Waving, wenn man die Reifen auf Temperatur bringt, das Heck so ein bisschen hin und her schleudern lässt. What's happened in Turn 1, Stefan? Is it you on your own or? Frank Bieler. I break too early. Mit der Frage, was in Turn 1 passiert sense. Ist. Freins dran an René Rast.
Als zum ersten Mal in Rennspeed auf Start und Ziel geht, Cassio Cortez hat nach wie vor die Nase voll. Sorry, my fault. Angestupst von René Rast. Cassio Cortez da rausgegangen, runter geflogen von der Strecke. I know it doesn't help you, but I'm waiting. René Rast wartet, bis Cortez vorbei ist, aber es nützt ihm auch nichts. You were always fast in and slow out, but this time you were slow in. too slow. Zu langsam die Kurve rein. I was surprised. Ist René Rast überrascht worden und ist ihm ordentlich ins Heck gekachelt. Profitieren tut Robin Freins, den wir hier zu Hause beobachten. Er hat die Führung durch den Rempler geerbt und ist schon 1,7 Sekunden weg auf Björn Skotke auf der zweiten Position, den RCCO Slotcar Champion von 2018, der komplett infiziert ist. That was a nice hit, Stefan. Thank you. So, I got some speed. Haben wir noch gerade im Radio gehört. Hier sehen wir Cassio Cortez, den Brasilianer, der ganz entspannt. That was not nice. Einer der schwersten Rennstrecken auf dem europäischen Kontinent unterwegs ist. Na gut, zuletzt sind wir auf der Nürburgring Nordschleife unterwegs gewesen. Die allerdings deutlich länger als der Cockpit sagt hier in Brands Hatch. You trained too much branch head, didn't you? Stefan? Die beschwert sich. No. Stefan yes, war schon zu viel trainiert hat in Brands Hatch und kaum antwortet. Er macht ja auch einen Fehler, ist daneben der Strecke, aber es reicht nicht für Scotty, um vorbeizugehen. Maybe we try to catch Robin. Should we? Ja, die beiden verabreden sich jetzt, let's Jagd auf Robin Freins yes, zu machen, okay. Aber es vergehen gute 3,5 Sekunden auf dem Stay Führenden. Online. Die 5 in der vorletzten von 4 Runden unterwegs sind. In Richtung Dingledale ist Stefan Wascho unterwegs. Platz 2, 3,5 Sekunden weg von Robin Freins. Der biegt jetzt ein durch Stirlings auf Clearways, die gerade ihn dann durch die Clark Curve auf die Brabham Straight sein Start und Ziel zurückbringt. Scotty kämpft mit ausbrechendem Heck, hat Wascho aber noch im Zielkreuz, wenngleich sich der Kollege etwas absetzen kann. Ingenieur bei einem Porsche-Partner und Ex-RCCO-Champion, der Zweitplatzierte. Hier leistet René Rast, dadurch, dass er Cassio Cortez vorbeilassen musste, immer noch auf der 5. und letzten Position mit 16 Sekunden abgeschlagen unterwegs. Und dann kommt er auch noch neben die Strecke. Mit einem heftigen Fehler in der Heinz-Harald-Frenzen-Gedächtniskurve. Dort hat nämlich ehemalige Formel 1 Vize-Weltmeister sein Auto mal unmittelbar nach dem Start ausgelegt, als er DTM gefahren ist. In der letzten Runde war schon immer noch auf 2. Robin Freins über alle Berge, 4,5 Sekunden vorneweg. Der Mann, der in den letzten Wochen alle Hände voll zu tun hat mit dem Thema E-Sport. Unterwegs, beide DTM Classics unterwegs. Und Wascho hier neben der Strecke. Das bringt Cassio Cortez einen Platz nach vorn. Robin Freins derweil aber an der Spitze als Erster über die Linie. Der ist weiter, hat sich damit direkt fürs Halbfinale qualifiziert. Scotty wird Zweiter. Cassio Cortez kommt als Dritter über die Linie vor Wascho und René Rast. Ja, gut gemacht, Robin Freins, zurück in Brands Hatch und das in Q2. Dominanter Sieg, aber das Überholmanöver, das dich in Führung gebracht hat, ja, da gab es einen kleinen Zwischenfall. Was ist da passiert am Ende der ersten Kurve? Ja, René hat um die Führung gekämpft und die beiden haben sich berührt. Kleiner Crash. Und das hat mir natürlich in die Karten gespielt. Hier zu überholen ist sehr schwer. Vor allem René, der kann die Tür auch nicht zuwerfen. Ja, aber als ich dann vorne war, war die Strecke frei und dann konnte ich grinsen am Ende. Ja, hier kommt es einfach auf die Position auf der Strecke an, um den Sieg zu holen. Ja, ich glaube schon. Es ist nie leicht, hier zu überholen.
I didn't really check out how the slipstream. Ich hab's mir überhaupt nicht angeschaut, wie der Windschatten funktioniert. René war hinter dem Führenden, aber ich konnte überhaupt gar nicht sehen, wie viel Windschatten es hier gab. Ich war am Ende vorn. Ja, gut gemacht. Herzlich willkommen, Cassio Cortes. Du lagst in Führung von Paul und dann nach dem Kontakt mit René Rast in Paddock Hill Bend. Das ist natürlich das Geschenk, was du von uns bekommst, wenn du hier in Europa zum ersten Mal Rennen fährst. Du hast eine tolle Show in Brasilien mit Rubens Barrichello. Geht es um Sportautos. Ja, wie siehst du dieses ganze virtuelle Rennenfahren? Und wie ist es für dich, ein Teil von Race Home zu sein? Ja, großer Spaß. Ich habe mich über das Geschenk gefreut, aber ich war sehr konservativ, sehr früh auf der Bremse. Das war eine der. Das war keine Absicht von René. Ich habe einfach super, super früh gebremst. René hat mich rausgeschoben, als wir um die Führung gekämpft haben. Das kann schon deutlich schlechter kommen. Ja, Rubens in unserer Show ist ein großer Fan von Sim Racing. Und deswegen haben wir es immer wieder in der Show als Punkt, sogar schon vor der Pandemie. Und ja, wir nehmen da in verschiedenen Meisterschaften teil und wir sprechen auch immer drüber in der Show. Und wir hoffen natürlich, dass es weitergeht, dieses ganze E-Racing-Thema, auch nach der Pandemie. Also wir wurden da so ein bisschen in Sim-Racing reingedrückt, aber macht Spaß. Ja, gut gemacht. In der Zwischenzeit kannst du P1 auf P3 wechseln. Da hast du nämlich dein Ergebnis gefeiert, also Glückwunsch und danke. Ja, ein bisschen mit Hilfe von René Rast. Also ein großer Fan von Sim Racing heute ist auch Nico Müller, unser Meisterschaftsführender. Aber er erklärt uns mal, warum er heute nicht dabei ist. Guys, it's Nico. I'm sorry that I cannot be there for race 7 of the Race Home Charity Racing Series. We'll miss the battles out there. We'll miss the good show. Hope Kelvin will take good care of my car. Have a good one, man, and score some good points for Abt, please. Enjoy the show, and I'm already looking forward to be back next time out. And see you soon. Das ist die Startaufstellung zum dritten Qualifying bei Race Home. Rennen Nummer 7 mit dabei, Roland Zumsande, Andreas Tschorsch, Bettina Schuller, Kelvin van der Linde, der Nico Müller ersetzt und Michael Niemers. Der Favorit hier heißt Kelvin van der Linde, der auch bei der DTM eSport Classic Challenge mit vorne dabei ist, immer wieder ordentliche Rennen absolviert, aber der kommt da schlecht weg von seinem Startplatz und so hat Roland Zumsande die Nase vorn. Der Redakteur bei Speedpool, der von der Pole Position gestartet ist, hier sehen wir ihn, wie er seinerseits am Lenkrad dreht. Michael Niemers auf der vierten Position beißt sich so ein bisschen die Zähne momentan an Andreas Tschorsch aus, den er direkt vor sich hat mit Platz 3. Kommt da weit raus. Unten in Surtees. Berg nach oben, Pilgrim's Drop in Richtung Hawthorn Hill. Zum Sande immer noch die Nase vor. Da kommt der Angriff. Niemals auf der Innenbahn durch. Lässt Andreas Tschorsch hinter sich. Bettina Schuller, die Lady im Feld, die einzige Volontärin bei Speedpool, die mit sehr viel Ehrgeiz hier unterwegs ist. Die Strecke zählt nicht zu ihrem Lieblingsterrain.
Trotzdem schlägt sie sich hier richtig gut. Im Windschatten von Zum Sander auf Startziel unterwegs. Steigen wir bei ihr in den Audi e-tron Vision Gran Turismo ein. Bei ihrer Jagd, wie sie sich vorbeidrückt und nach der Führung greift. Da oben souveränes Ding in Druids. Innen vorbei, da war die Tür bei Zum Sander einen Moment lang zu weit offen gestanden. Und Bettina schlüpft einfach hindurch. Aktueller Abstand eine halbe Sekunde. Michael Niemers auf der dritten und Andreas Tschorsch auf der vierten Position. Kelvin van der Linde, den hatten wir jetzt eine Weile nicht im Bild. Der ist da weit abgeschlagen auf der fünften Position aktuell. Schrüller hält sich vorne souverän. Es wäre das erste Mal, dass sie direkt weiterkommt. Ja, und das hilft natürlich Zum Sander neben der Strecke und verliert noch eine Position. Zwei Positionen an Niemers und Tschorsch. Und da sehen wir auch Kelvin van der Linde. 3 Sekunden seinen Rückstand auf Zum Sander. Niemers jetzt auf Platz 2 seinerseits, aber 2,7 Sekunden zurück auf die führende Lady im schlumpfblauen Auto. Andreas Tschorsch. Auch er ist mit Controller unterwegs. Macht es natürlich nicht unbedingt einfacher, der Redakteur bei der Bild-Zeitung. Auf der dritten Position aktuell. Auch er müsste sich über das Hoffnungsqualifying Q4 qualifizieren. Dann nämlich, wenn Bettina sich den Sieg holt und damit den direkten Einzug ins Halbfinale feiert. 3,2 Sekunden aktuell. Der Vorsprung der Lady. Souveränes Ding. Allerdings jetzt 2 Zehntel weniger. Niemers holt auf der zweiten Position. 1,5 Umläufe sind es noch, die Bettina von ihrem Einzug ins Halbfinale trennen. Niemers konzentriert, wie er da an seinem Lenkrad dreht. Allerdings der Vorsprung von Bettina Schuller wird und wird nicht kleiner. Immer noch über 3 Sekunden, die zwischen den beiden liegen. Jetzt rein in die letzte Runde. Für das Feld der 5 Audi e-tron Vision Gran Turismo. Kelvin van der Linde hat sich vorgearbeitet schon auf die 4. Position. Der zweifache Champion der ADAC GT Masters. Gleich in seinem Premierenjahr 2014 holte er den Titel zusammen mit einem in der DTM keinem Unbekannten, nämlich René Rast. Der Doppelchampion der DTM war damals sein kongenialer Partner. Joshi auf der dritten Position. Schauen wir über die Bildmotorhaube seines Audi e-tron. Der 815 PS Bändiger. Immer noch auf Platz 3, aber Kelvin van der Linde kommt da näher. Trotzdem ganz vorne an der Spitze Bettina Schuller, einsam und alleine unterwegs. Niemers zwar 7 Zehntel aufgeholt, aber Bettina biegt ein auf Start und Ziel und holt sich den ersten Sieg in einem Qualifikationslauf. Hier kommt sie über die Linie. Damit gratulieren wir der Lady zum Einzug ins Halbfinale. Da kommt Lob von allen Seiten. Niemers der Zweite, Chorschi Dritter, Zum Sander auf Platz 4 und Kelvin van der Linde am Ende Fünfter. Ja, super gemacht, Bettina. Schöne Fahrt, die du hingelegt hast und ein wohlverdienter Sieg. Ja, Kelvin van der Linde hat seinen Jumpstart gemacht, also er war der Favorit, aber wie fühlt es sich jetzt an, die erste von Q3 zu sein? Ich bin sehr überrascht, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, den Sieg zu holen. Also Kelvin war der Favorit. Ich hatte überhaupt keine Erwartungen, als ich hier ins Rennen eingestiegen bin. Also ich bin wirklich überrascht. Ja, du hast vorher schon gute Resultate gezeigt, aber das ist dein erster Sieg. Also hier geht es wirklich um die Position auf der Strecke.
Und ja, gut gemacht. Viel Erfolg für die Zukunft. Gratulation an Bettina mit ihrem ersten Sieg, dem ersten Sieg einer Lady in einem Qualifying. Damit steigt sie direkt ins Halbfinale ein. Race drivers, guest drivers so far. Sie sind ein fester Bestandteil von Race Home, Gastfahrer im Duell mit den DTM-Piloten von Audi. Jede Woche gibt es eine neue Chance, bei Race Home dabei zu sein. Das Einzige, was man tun muss, ein cooles Design entwickeln und auf der PlayStation in Gran Turismo Sport hochladen. Und es hat sich gezeigt, dass die Fans nicht nur coole Designs entwickeln, sondern auch schnell sind. Die ersten beiden Siege gingen an die Gastfahrer. Die gute Nachricht, es gibt noch 3 Rennen und damit 3 Chancen, bei Race Home mit einem coolen Design dabei zu sein. Miami, herzlich willkommen hier bei Race Home und Gratulation für den Sieg im Design Contest. Du hast das wirklich toll gemacht. Was hat dich dafür inspiriert? War das der Mount Fuji im Hintergrund oder einfach deine Inspiration? Ah, sie hat sich da an amerikanische Comics angelehnt. Sie fühlt sich sehr traurig in Zeiten des Coronavirus. Und sie wollte damit die Jungs glücklich machen. Und das hat sie offensichtlich geschafft. Ja, sie hofft auf einen Sieg und hofft auf ein gutes Rennen im Finale. Also, viel Erfolg. Und Tom Christensen spricht Japanisch. Mit Loic Duval, Robin Freins und Bettina Schuller haben wir die ersten 3 Starter im Halbfinale. Und die anderen 3 suchen wir hier unter Björn Skotke, Michael Niemers, Mike Rockenfeller, Cassio Cortes, Andreas Czarnecki, Thomas Vogt, Stefan Vascho und Roland zum Sande, die hier jetzt als 8 von 12 Autos insgesamt starten in das Last Chance Qualifying Q4. Und ab geht es schon. Scotty kommt da. Ja, mäßig weg. Niemers macht schon Druck. Mike Rockenfeller dreht sich da etwas und schiebt Cassio Cortes im WRT Audi neben die Strecke. I've got some traffic here, boy. Oh dear. And here as well. Ja, da stand natürlich kein Reh in der Kurve. Als Jamie Green oh dear sagte. It's like bowling. Das ist wie im Kegelverein. Hören wir just da. Do the rest like that, please. Und Skotke souverän auf der zweiten Position, 0,3 Sekunden hinter Michael Niemers. Thomas, I'm on your left. Yes, I see you. Leave me enough room. Left. Oh, yeah, thanks. Thomas Vogt und Jamie Green da in der Unterhaltung. Einer fliegt da hinten neben die Strecke. Niemers souverän in Führung. No, honest. Was my own. 8 Runden sind angesagt. Abflug von Thomas Vogt bringt Jamie Green auf die 8. Position. Erst der nächste Abflug schiebt ihn nice vor exit, auf Kelvin. Platz 7. Kelvin van der Linde nach Frühstart hier auf der 5. Position mit dabei. 2,5 Sekunden hinter Andreas Czarnecki, dem Feldplatzierten. Of course, I'm flying in the gravel. Cassio, what happened to you? Die ersten 3 kommen weiter. Das wären nach aktuellem Zwischenstand Michael Niemers, Björn Skotke und Mike Rockenfeller, der
seinem Controller hier wirklich alle Hände voll zu tun. No. No. Jetzt nur auf der Strecke zu. There was somebody else involved. Renny rast erneut neben der Strecke und er sagt, da ist jemand involviert gewesen. Auto blinkt beim Zurückkehren auf die Strecke, damit die anderen nicht mit ihm kollidieren. Das wäre ein unsafe return, aber zum Sande und Rast sind dann nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Top 3 ziemlich eng zusammen da. Niemals, Skotke und Rockenfeller. Skotke hart konzentriert. Sein Sparko Rennsitz. Rocky leicht neben der Strecke. Macht Jagd auf den Zweitplatzierten. Auch Rockenfeller. Höchste Konzentration. I'm waiting for you again. Während René Rast wartet, dass der Kollege wieder vorbeigeht. Allerdings außerhalb der Top 8. 2,4 Sekunden der Vorsprung von Rockenfeller auf den Viertplatzierten Jamie Green, den wir hier jetzt im Auge haben. Wie alle DTM-Fahrer ist auch Green in seiner Rennlackierung der deutschen Tourenwagenmasters unterwegs. Die Testfahrten der DTM für Anfang Juni angesetzt. Dann wird auch in Kürze der neue Kalender veröffentlicht. Wir sind schon gespannt, wo es überall hingeht und wann die DTM-Saison wieder startet. Nachdem ja Corona-bedingt alles erstmal auf Eis gelegen hat. Die Organisatoren versprechen, es wird eine spannende und aufregende Saison. Und mit genauso viel Spannung warten wir jetzt auf die Termine. Und so lange sind wir hier boys, noch boys. Mit RCCO eSport Race Home unterwegs. Oh man, I'm just trying to hang on. Jamie Green klebt Mike Rockenfeller da am Heck. Ooh, René, what was that? A brake failure. René, Rast mit brake didn't work. Problemen. Same for you, eh? Sein Lenkrad funktioniert aber die Pedale nicht. Niemals gegen Skotke, der Kampf an der Spitze und dahinter dann Green gegen Rockenfeller. Momentan hat der Brite die Nase vorn auf Platz 3. Das würde das ausbedeuten für Mike Rockenfeller, den zweiten in der Tabelle. Der könnte jetzt richtig Punkte gut machen, weil Nico Müller mit 19 Sekunden Vorsprung in der Meisterschaft in front, an diesem yeah, come on, give us an answer, Rocky. Nicht teilnehmen kann. I'm trying, I tell you, I'm trying everything. Skotke gegen Niemals, der Kampf an der Spitze. Oh, oh, oh. Gegen Green Scotty. Und gegen Rockenfeller, die kegeln wow. sich da wirklich raus. Ja, Scotty, this was forcing somebody off the track, auf drei und Lukas. Da schaltet sich Frank Bieler ein. Still four laps to go. Der sagt, damit hat Scotty jemanden von der Strecke gedrückt. Go, Rocky, go! Niemals einsam und allein an der Spitze. Oh. Sorry, Thomas, du warst durchsichtig. Dann alles jetzt gut. Der Kampf um die weiß nicht, du warst dritte Position und war nicht mehr. Zwischen Rockenfeller, der sich erneut zurückgearbeitet hat, und Stefan Waschow. Hier kommt der Angriff auf der Innenseite. Aber, ja, da ist wohl... Ja. I get a penalty? Da ist der Kontakt voll abgerissen. Rockenfeller kurz neben der Strecke gewesen, hat hier eine Sekunde Strafe. Das hilft natürlich überhaupt nicht. Vor allem, wenn ihm Waschow so dicht im Genick sitzt. Die Strafe kann er auf der Bremse absolvieren beim Anbremsen. Aber gut, hier sind einige Vollgaspassagen da. Nehmen die 7/10 Strafe natürlich nicht okay, ab. Wir sind jetzt sowieso beide Beine, durch. Oder? Rockenfeller damit nur noch auf der vierten Position. 5 von 8 Runden absolviert, der Gegenangriff kommt. So, Strafe absolviert, Auto blinkt nicht mehr. Damit steht Rockenfeller ja, wieder im Weg, wenn man so will. Wenn einer überholen will, wird das Auto wie dann Scotty, why are you not waiting, by the way? Ja. Skotke müsste eigentlich warten, darüber beschwert you sich Mike Rockenfeller. But it's Q4, Rocky. But he has no yellow yet, huh?
Oof. Probably okay. Because of so that. He's trying. Oh, it's okay. Okay. Erwarten muss er in Q4 oh, nicht. Fuck. Das ist nur im Halbfinale der Fall. Niemals sonst Gottke beim Kampf um die Führung. Sogar 4 Sekunden auf der 3. Position dahinter. Dann Stefan Waschow vor den ganzen DTM-Assen. Das der Führende, das Michael Niemals. Schauen wir auf Roland Zumsande, seinem Auktionator, der unter Druck steht von Jamie Green beim Kampf um die 6. respektive 7. Position. Jamie, der erneut Pech hatte nach dem Start in Bathurst und sich jetzt hier qualifizieren muss. Berührung, Green in der Wiese. Wir sind wieder an der Spitze. Mit Niemals und Skotke. Jetzt auf der 4. Position bei Mike Rockenfeller, dem 5,7 Sekunden auf Waschow fehlen. Und ja, Tschorsch ist knapp 3 Sekunden hinter ihm auf Platz 5. Rocky habe ich schon deutlich glücklicher gesehen, den DCM-Champion aus dem Jahr 2013. Den wird er sich gerne schnappen, Stefan Waschow auf Platz 3, weil dann wäre er weiter. Könnte noch ein paar Punkte sammeln in der Tabelle. Bisschen was von einem 19-Punkten Vorsprung von Nico Müller. Somebody is breathing. Abfeilen. Ja. Yeah. Robin Freins auf der 3. Position in der Tabelle. Den sehen wir in jedem Fall gleich im Halbfinale wieder. Rocky, do you see anyone? Oh. In front of Rocky you. Rocky sieht da einfach nope. Niemanden vor sich auf der Strecke. Kein Wunder bei den Abständen. I don't know why, but Stefan, nobody's doing any mistakes. It looks like they know that the top three. Hier macht keiner Fehler. Ah, enough. Und Scotty grüßt sogar noch in die Kamera der Zweitplatzierte. Tolle Leistung, die die Jungs hier heute zeigen. Sowohl Michael Niemals auf der Führungsposition als auch Björn Skotke auf Platz 2. Wir haben es ja schon mehrfach gehört, die Strecke hier in Brands Hatch, die hat es wirklich in sich. Das ist für richtige Rennfahrer. Lange war die DTM hier nicht unterwegs. Es war schlicht zu gefährlich. Mittlerweile hat man sich hier auf diese Strecke getraut im letzten Jahr. Zum ersten Mal die volle Version gefahren. 3,9 Kilometer. Nee, are you getting lapped? Mit 9 Kurven. Ich? Ja. Yeah. Nee, wieso? No. No, I didn't know because. René Rast wird da I thought because. Scotty was. Ja. Stefan war schon. Which I didn't get. I also didn't get what he said. Und okay. Die Motorhaube schauen seines E-Tron Vision. If you are, maybe you can hold him up a bit. Boden gut macht, auch Scotty. How much you pay? Yeah, exactly. Oh no. Also wirklich toll, all good. Dass die den DTM-Piloten mal zeigen können, woher der Hammer hängt im virtuellen Racing. Und hier sehen wir die Top 3 beim Anflug auf die Zielgerade. Michael Niemals ist der Erste, dahinter tobt noch der Kampf um die 2. Position. Scotty wird Zweiter und Stefan Waschow kommt auf 3 über die Linie. Raus sind Rockenfeller, Tschorsch, Zumsande, Cassio Cortes, René Rast und auch René Rast und auch Mayumi Shiraishi. Ja, Gratulation, Windschattenmann Michael Niemers. Ein weiterer Sieg für dich. Also toll, wie du dich da verbessert hast. Viel passiert. Ist dir das klar? Ja, ich habe einiges im Spiegel gesehen. Aber gab einfach keine Chance zwischen mich und einem Verfolger zu kriegen. Und jeder kam da im Windschatten nach und wollte mir das Leben ein bisschen schwerer machen. Aber nach Kurve Nummer 4, nach der geraden Berghoch, war Scotty neben mir. Aber ich war innen und er kam außen einfach nicht vorbei. Ich habe versucht, ihn überhaupt nicht zu berühren.
und wollte es dann nur nach Hause bringen. 1, 2, 3, in dem Lauf waren Computerspezialisten und keine Rennfahrer. Ist das der Durchbruch jetzt? Ich glaube, ein Grund dafür ist, dass ein paar Jungs hier ein Rennen in Brands Hatch gefahren sind. Damit hatten sie einen Vorteil. Sie kannten die Strecke. Und ich glaube, das ist der Grund. Hier musst du einfach auf der Strecke bleiben. Und wenn du einmal daneben bist, dann kannst du die Lücke nicht mehr zufahren. Das ist schwer. Also Position auf der Strecke ist wichtig. Viel Erfolg dir. Tja, viele der Fahrer der RCCO E-Sport-Szene sind jetzt mit dabei, aber jetzt, bevor wir ins Semifinale gehen, schauen wir uns die Fotofinische dieser Saison an. Vom ersten Rennen an hat uns Racehome mit packenden Duellen auf der Rennstrecke begeistert. Die Rennserie wurde für einen guten Zweck ins Leben gerufen, aber sie begeistert die Fans auch mit packenden Tür-an-Tür-Duellen. I think the semi-final in Monza, during two or three laps, we've been together with Robin and Nico, really side by side, changing position. Had an amazing battle with Loic and Robin for the whole six laps, pretty much. You were changing positions, sector by sector, corner by corner nearly, banging wheels, having some slight contact. It was a lot of fun. I was racing against the fan. We were side by side for basically the whole lap, so it was really fair, hard racing. Yeah, it was good fun. Und wir haben in den ersten Rennen nicht nur spektakuläre Duelle gesehen, sondern auch Fotofinish sind an der Tagesordnung. Den knappsten Sieg gab es in Interlagos. Nur 0,007 Sekunden trennten den ersten und den zweiten. Ist das noch zu toppen? Herzlich willkommen im Halbfinale. 6 Autos, 4 Runden hier in Brands Hatch. Mit dabei Freins, Schuller, Duval, Niemas, Gottke und Vascho. Das sind die 6 Teilnehmer in den Audi e-tron Vision Gran Turismo hier auf dem Grid. Die Strecke fällt leicht ab, also man muss auf der Bremse bleiben, bevor die Ampel ausgeht. Sonst passiert das, was Calvin van der Linde passiert. Es ist ein Frühstart bzw. ein Zucken und damit hat er den Anschluss verloren. Entsprechend ist er leider nicht dabei. Trotzdem geht's los. Freins mit tollem Start. Den wir schon zweimal im großen Superfinale gesehen haben im Verlauf der Saison, hat jetzt die Nase vorn. Die Top 2 kommen ins Superfinal weiter. Bettina Schuller verliert da schon eine Position an Loic Duval. Der DTM-Pilot jetzt auf der zweiten Position. Da sind wir bei ihm an Bord. Jetzt bei Bettina Schuller im Auto. Die zweite Lady. Leider verloren. Die 33-jährige Japanerin Mayumi Shiraishi ausgeschieden im Last Chance Qualifier. Bettina aber souverän dabei. Macht hier Jagd auf Loic Duval. Zur Erinnerung, die Top 2 kommen rein ins Superfinale. Hinweise an Loic Duval, er soll sich da nicht einholen lassen. Also Michael Niemas auf der vierten Position, Skotke richtig eng dahinter, dann Vascho auf der 6, aber der Mann ist relativ allein auf weiter Flur. Robin Freins 2,3 Sekunden, der Vorsprung des Niederländers in blauem Gewand. Die beiden DTM-Asse haben hier jetzt die Nase vorn, Scotty. Mit Entschuldigung bei Michael Niemas beim Kampf um die vierte Position gab es da wohl eine leichte Berührung. Bettina Schuller, souveräne Vorstellung, bleibt dran an Loic Duval. Der mit Schweizer Flagge unterwegs ist der Franzose. Die Volontärin bei Speedball macht ihm richtig. Gegen Niemas.
aber niemals nach Fehler zurückgefallen. Scott Gates auf der vierten Position vor Wascher und niemals finden wir auf Platz 6. Ja, denkst du, da ist jetzt Björn Skotke nach einem kleinen Fahrfehler. Das ist der Führende, das Robin Freins. Leuk de Waal mit der Ansage an Scotty, dass er sich da wohl ein bisschen Druck machen würde. Leuk de Waal total entspannt auf der zweiten Position. Zwar richtig weit weg von Robin Freins an der Spitze, aber Platz 2 reicht ja fürs Weiterkommen. Tina Schuller lässt es aber nicht abreißen. Das sehen wir hier aus der Logenposition von Stefan Waschow auf der vierten. Fährt ein bisschen eine andere Linie, die Lady, als Leuk de Waal, aber ja, weniger Meter. Ist einfach kürzer in der Kurve und damit bleibt der Abstand auch gleich zwischen Position 2. Da vorne an der Spitze auszuhalten hat, beziehungsweise Leuk de Waal auf der zweiten Position. Der Pilot ist ja gewohnt, mit Druck umzugehen, hat aber selten eine Lady hinter sich. Vorstellung und sie lässt es auch nicht abreißen beim Kampf gegen Leuk de Waal. Allerdings kommt jetzt Stefan Waschow da. Macht er den dritten Platz strittig. Das Ganze am Bildrand nur gesehen, aber Waschow nach leichtem Fahrfehler jetzt zurückgefallen. Blick aus dem Heck von Leuk de Waal auf Bettina Schuller. Ein paar anderthalb Zehntel trennen die beiden, kriegt ihn da förmlich unter den Heckflügel. Man findet einfach keinen Weg auf dieser kurvigen und hügeligen Strecke an ihm vorbei. Niemals auf der 5 vor Skotke, der die Laterne trägt dort. Auf den letzten Metern für Robin Freins, der damit erneut dabei ist im Superfinale. Und diesmal sehen wir auch Leuk de Waal auf der 2, wenn ihn Bettina jetzt nicht noch hinter sich lassen kann, aber da ist einfach der e-tron Vision der Turismo ihre Waffe zu stumpf. Also Freins und de Waal sind weiter. Ja, toll gemacht, Gratulation. Ein dominanter Sieg für Robin Freins. Tolle erste Runde, toller Start und dann haben wir einen schönen Kampf gesehen mit Leuk de Waal, der vor Bettina Schuller war. Und so ein bisschen Waving, also das Auto hin und her zu werfen, hat dafür gesorgt, dass Bettina nicht da vorbeigekommen ist. Einfacher Sieg für dich, Robin Freins. Du hattest aber keine Praxis hier, keine Übung in Brands Hatch. Also toll und starker Sieg. Ja, ich bin ja Runde um Runde schneller geworden. Die letzte Runde war die schnellste. Aber hilft natürlich auch, von Pole zu starten und dann in der ersten Kurve zu sein, ohne Kontakt zu haben. Das hilft. Hinter mir jede Menge Kämpfe. Ja, und damit hoffe ich jetzt mal auf das Finale. Ja, damit freuen wir uns aufs Finale und danke an die ganzen RCCO-Mitglieder, die hier wirklich einen tollen Job gemacht haben. Ja, dann schauen wir mal, ob das Audi-Team ab Sportsline wieder gewinnen kann mit Robin Freins oder ob sich Leuk de Waal hier den ersten Sieg für das Audi-Sport-Team Phoenix holen kann.
Aber jetzt zeigt uns erstmal Robin Freitz. Hier auf Start und Ziel, gehen wir auf Turn 1, geht ein bisschen berghoch, danach steil runter und dann wieder nach oben und da geht's hart in die Kompression. Hier die langsamste Kurve auf der Strecke, Kurve Nummer 2, da ist der Ausgang sehr wichtig. Die Kurve hier ist sehr, sehr tricky. Und das ist jetzt die toughste Strecke, Kurve auf der Strecke, Kurve Nummer 4. Danach eine lange Gerade, bisschen Banking mitten in der Kurve. Also auf der Geraden ist wichtig, einen Ausgang richtig zu haben. Schneller rechts hier. Ein bisschen Banking erneut. Ja, es ist sehr wellig da oben. In echt geht es wieder berg runter. Die nächste Kurve ist komplett blind. Also siehst du keinen Curb und auch keinen Scheitelpunkt. Nächste Kurve wieder mit Banking. Nimmst du sehr viel Speed mit rein und dann schon die letzte Kurve. Ja, und da wird das Auto sehr leicht, weil gibt's da ein bisschen aus der Federung und das war eine Runde Brands Hatch. RCCO Hashtag Race Home hier in Brands Hatch, Rennen Nummer 7 auf dem Grand Prix Circuit. Robin Freitz und Loic Tuval, die beiden, die sich jetzt battlen werden um die 10 Punkte, die es gibt für den Sieg, respektive die 6 für den zweiten Platz. Die Spannung steigt, die beiden DTM-Asse werden vorne die Ampel angeht. Atmen sie noch schwer durch. Toller Start, vor allem von Loic Tuval. Aber findet einfach keinen Weg vorbei an Robin Freitz. Über nur eine Runde geht jetzt das Rennen. 3,9 Kilometer, 9 Kurven. Hier sind wir schon in der zweiten davon. Freitz schon mal auf und davon. Loic Tuval hat es mit dem Controller etwas schwerer auf der zweiten Position. Robin Freitz noch nie einen Sieg geholt. Zwei zweite Plätze bislang, nämlich bei der Auftaktveranstaltung und beim zweiten Rennen. Aber auch Loic Tuval bisher ohne Sieg. Spotter für den führenden Robin Freitz auf dem linken Ohr. Hat damit unter Steuern zu kämpfen. Würde mich trotzdem mal interessieren, wer der Spotter ist, während die beiden hier in die letzte Kurve gehen und Robin Freitz sich seinen allerersten Sieg holt. Toll gemacht, Robin Freitz, erster Sieg in dieser Saison. Toller Start und tolle erste und zweite Kurve und danach kam Loic Tuval bei Graham Hillband ein bisschen näher ran und hat angefangen mit dir zu reden, aber erster Sieg muss sich toll anfühlen. Ja, ich war ein paar Mal ziemlich nah dran am ersten Sieg, aber es hilft natürlich, wenn Nico nicht dabei ist. Ich hatte Spaß da draußen. No, es macht immer sehr viel Spaß, mit Loic zu fahren. Wie viel Zeit pro Woche sitzt du im Simulator im Moment? Oder in den letzten beiden Monaten? Eine Stunde pro Tag oder mehr weniger? Kommt immer drauf an. Am Wochenende habe ich viel zu tun, da bin ich ein paar Stunden im Sim, bin mit der Formel E auch unterwegs. Also Mittwoch, Donnerstag, da habe ich Training für DTM und erst Formel E und dann DTM. Und Donnerstag bis Sonntag ist es wie ein normales Rennwochenende, da bin ich pro Tag ein paar Stunden dran.
Ist das ein großer Unterschied zwischen der Formel E und DTM oder fällt es schwer, dich da umzustellen? Ja, es ist so ganz schwer für mich. Ja, einmal auf der PlayStation, das andere Mal mit R-Faktor auf dem Computer. Die Steuerung ist ein bisschen anders, aber solange du weißt, wie das Ganze funktioniert, dann kann man sich da ziemlich schnell umstellen. Loic Duval hat kein Lenkrad in der Hand, aber du hast eins. Ziehst du es vor oder wie siehst du das? Ja, ich mag das Lenkrad auf jeden Fall lieber, weil das kommt näher an die Realität. Wir fahren ja ein Auto und dann mit den Füßen auf Bremsen und dem Gas und mit dem Controller hast du einfach nicht das gleiche Gefühl. Gratulation und dann schauen wir jetzt mal auf die Tabelle, wo du in den Punkten stehst. Zweiter, oder? Ja, am Ende gab es noch den ersten Sieg für Robin Freins nach Spa und Monza, wo er gerade im Superfinale verloren hat. Aber zweite Position jetzt in der Tabelle hinter Nico Müller, Audi Sport ab Sportsline. Die sind gut auf dem Weg, den Teamtitel zu holen. Drei Rennen haben wir jetzt noch zu gehen. Tolle Performance von Loic Duval mit dem Controller gesehen, heute auf dieser sehr schweren Strecke und tolle Performance auch der schnellsten RCCO E-Sport-Fahrer und wir hoffen natürlich, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei nach der Veranstaltung hier in Brands Hatch. Danke Tom, dass du dabei warst und tschüss. Everything went really clean and clear, no problems, only one yellow card to give away for Scotty. I think everything else was really running well, and they were behaving well. At least I did not hear any other complaints. So from my point of view, a very nice event.